Und dann einen wunderschönen guten Abend zum Deutschen Linken Pass Randomizer Tournament. Heute das Spiel Tignalo gegen Death King 2 aus Gruppe E in der Endrunde. Ja, wir sehen heute Randomizer und Randomizer. Da bin ich ja mal gespannt, dass hier vonstatten geht. Und meine Seite heute PSmiley98, hi. Hi und willkommen zum Race von den beiden hier. Ja, Ruti heute am Tracker fleißig wie immer am Knöpfe drücken. Tja. Gut, Randomizer. Könnte spannend werden. Wo haben wir welchen Boss? Das werden wir jetzt gleich alles rausfinden. Ich vermute, dass wir einen Open Start haben. Ja. Können wir mal sehen, wie sich die... Interessant auch sein, hier, wie die Dark Rooms aufschauen. Ob da viele Crystal Rollers vorhanden sind oder nicht. Ja, das ist immer... Lampe möchtest du natürlich früh haben. Ah, komm mal. Es geht jetzt gleich los. Wir sehen hier bei Tiki schon den Countdown. Ja. Und dann let's go. Ja, genau. Open Start. Wir sehen auch gleich einen unterschiedlichen Start. Sank und Links Haus. Schauen wir mal. Wie sich da. Blumerang und ein Herzcontainer. Ist die Frage, was jetzt angenehmer ist am Anfang. Ich glaube, der Blumerang ist jetzt mal besser. Ja. Du kannst die Gegner schon früh stunnen. Stun. Ja. Death King 2 hier direkt den ungünstigen Death kassiert beim Bombenfarm. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das gewollt war, hier einen Deathrope aufzusetzen. Ich denke nicht. Aber er entfaltet sich dann auch hier für Sanctuary. Ja, ich denke schon, Bumerang hast du am Anfang ganz gerne, gerade im Endemizer. Ja, wir haben auf jeden Fall itemtechnisch kein Agar-Seed. Wir können immer noch aber über Agar müssen, um den Zugang zu kriegen zur Dark World. Hier, Death King 2. Ja, man kann nicht sehen, was auf Lumberjack lag, genau. Ja, da war ein Herzcontainer. Okay, ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt ein Herzcontainer war oder ob das was anderes war. Sah so ein bisschen anders aus. Ja. Ja, man hat bei Death King gerade eben gesehen, den Fisch, den kann man tatsächlich... Und wir haben Red Crystal auf Eastern und Crystal Tower auf Hera habe ich auch gesehen. Ja, und aber Crystal Desert müsste das noch gewesen sein, genau. Ja, Desert habe ich nicht komplett gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Kann ich nicht genau sagen. Desert, normaler Crystal. Ja. Immer gespannt. Was ich eben sagen wollte, Death King hatte eben Fisch in der Hand, den kannst du in Kakariko bei dem Bottle-Wender hinschmeißen, dann gibt er dir, ich glaube, Full Magic einmal, dann gibt er dir ein paar Rupees, ich glaube sogar ein 8er Bomben. Und Tignaldo ist genau wie Death King an der gleichen Stelle gestorben. Oh Mann. Das geht ja mit dem Animizer gut los. Also. Herrlich. Wird auf jeden Fall weiterhin spannend, wenn das so weitergeht. Ja. Ah, gut, Animizer, ne? Also, was wollen die Runner sehen? Also, man muss natürlich beim Animizer beachten, wir haben nicht zwingend in Eastern und auch in Pot diese Mimics, beziehungsweise die Igors, die nur durch einen Bogen getötet werden können. Und ja, das macht dann natürlich möglich, ohne Bogen schon den Dungeon lehren zu können, insofern man da die Items für hat. Natürlich und, weiß, welcher Boss einen erwartet. Genau, und man weiß natürlich nicht, welcher Boss einen erwartet. Aber wir haben natürlich jetzt die Kompasse, die zeigen uns ja, welcher Boss im Dungeon ist. Die Kompasse sind ja im Dungeon selber drin und dann kann man sich ja die Karte im Dungeon angucken und dann wird einem ja gesagt, welchen Boss ich da habe. Genau. Brauchen wir tatsächlich ja, nur Puder und bisschen Liebe und Geld.
Genau, richtig. Also in Pott brauchen wir aber auf jeden Fall den Bogen, den Boss. Weil wir haben da ja noch die Statue, die wir mit dem Bogen abschießen müssen, damit sich der Weg öffnet. Genau, aber von den Gegnern her, also die Front auf jeden Fall, also die rechte Seite, Pott eventuell early zugänglich und East dann im Back. Eventuell auch, insofern ist die Logik. Entsprechend sagt, ne? Oh, und bei Death King sehen wir jetzt. Achso, nee, ich dachte, er wollte jetzt hier diese Bombe da nutzen, um Bomben zu farmen. Aber. Naja, er farmt sich, glaube ich, Geld für den Bottle Vendor, oder? Ja, das steht auch danach aus. Eher, dass er sich erstmal Bomben kaufen will. Ja, klar. Ja, Bomben willst du auf jeden Fall, brauchst du auch. Definitiv. Ich dachte halt eben gerade, dass er. Oh wow, was ist das hier für ein schöner Haus? Das ist das Chicken House im Animizer. Kann mit wenig HP schon mal ein bisschen nicht ganz so angenehm sein, sagen wir es mal so. Ja, vor allem gerade bei den Routen Guards gibt es definitiv Angenehmeres, denke ich. Oh, jetzt wurde hier gerade die Frage im Chat gestellt, ja. Braucht den Bogen nicht zwingend, je nachdem, zum Beispiel ein Pott auf der rechten Seite ist ja eigentlich dieser rote Mimik in der Front, der kann geschaffelt sein. Und ja, wie ich eben sagte, in Eastern im Back kann auch der Igor, der rote, der kann auch geschaffelt sein. Und wir können aber tatsächlich auch die Situation haben, dass wir ziemlich früh in Turtle Rock reinkommen und noch keinen Bogen haben und dann ist zum Beispiel der Poki, der den Smolky hat, vielleicht der Igor. Also das kommt, glaube ich, nicht so oft vor, aber es ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Und dann lockt man sich sozusagen in Turtle Rock, also das kann auch passieren. Ja. Also progression-technisch sind wir jetzt gerade noch, wir haben die Handschuhe, wir haben das Powder. Mal schauen, vielleicht kommt ja Early noch die Mids, vielleicht die Pearl Early. Vielleicht haben wir schon relativ früh Darkwood Access, müssen wir einfach mal abwarten, was uns das hier bringt in dem Fall. Oh, Death King läuft blind, das Racing Game. Da liegt aber nur ein Herzteil. Ich glaube, das wird aber eher liegen lassen. Das denke ich auch. Kann man an der Stelle machen, Kakariko hat jetzt nicht so viel geworfen. Natürlich klicke jetzt hier auf dem Weg in Back of Escape. Die Handschuhe macht dann natürlich Sinn. Eben Bomben geholt und dann mal eben die Checks geholt. Da sieht man den Animizer mal von seiner besten Form. Ja, immerhin konnte er da noch schnell genug weglaufen, bevor dieser gelbe Stachel da einen geholt hätte. Ja. Und ja, der Seed ist ja jetzt erstmal von Kariko nach Back of Escape und wieder zurückschicken. No. Na gut, das werden die wahrscheinlich später einrouten, wenn es die Möglichkeit gibt. Muss ja sowieso halt mit gleich dem Hammer, weil man dann auch gleichzeitig die Puder mitnehmen kann. Ja. Aber es kann auch sein, dass du die Mids kriegst und dann hast du natürlich über Kakariko den Dark World Access, insofern du die Moonfell findest und dann. Kannst du dann mal vorher eben kurz Ticket mitnehmen? Genau, richtig. Also, wie gesagt, ja, man braucht in Pott vom Boss die Statue. Da braucht man auf jeden Fall den Bogen. Ganz klar. Frühe Flippers. Weil dann öffnet's auch nett. Flippers, ja. Das macht die Waterchecks auch. Genau. Und ja, wir haben kein Start-Item hier. Ne, kein Start-Item, ja, genau. Weil das gerade also ein Full Animizer und sonst keine weiteren Änderungen. Das ist natürlich jetzt auch ein angenehmer Mini-Moldom-Cave. Und Death King. Ja, farmt ja ein paar Rupees mit dem Stunt-Price. Beide jetzt ein ziemlich gleiches Play. Die werden jetzt. Ja, okay.
Ja, jetzt bietet sich Kakariko doppelt an. Einmal für Signet, einmal für die Aktivierung der Flöte. Hast du sogar noch deine zweite Bottle gekriegt. Sehr schön. Berg Sequence Break auf jeden Fall möglich. Können sich da natürlich mit dem Bumerang jetzt hocharbeiten. Macht an der Stelle... Ja gut, der Berg in Logik, der Old Man natürlich nicht, wegen der fehlenden Lampe. Aber Berg noch nicht so lukrativ, wegen nur Specrock Cave, was du dir holen kannst. Und Specrock kannst du dir das Item angucken, mehr aber auch nicht. Und bei Destiny sehen wir jetzt übrigens den Pudigan für Sora wahrscheinlich das Geld. Ja, das ist das Sora-Geld, absolut. Ja, will genau, sich natürlich Hulien auch haben, weil da kann man zumindest Sora komplett mitnehmen, wenn man dahin geht nachher. Richtig. Und Tignaldo salutiert schön. Genau. Ja. Kann man gerne machen. Ich finde es auch generell schön, dass man hier beide mit Facecam hat, weil ist natürlich immer schön, wenn man dann die ein oder andere Reaktion sieht, wenn etwas Interessantes passiert oder Außergewöhnliches mehr oder weniger in die Richtung. Wenn irgendwas vielleicht Blödes passiert für den Runner, dass man dann auch direkt die Reactions sehen kann, wie du gerade sagtest, ne? Ja. Wir sind jetzt, das ist, ja, wir haben in Hyrule Castle in der Front jetzt auf jeden Fall den Small Key und die Map. Das heißt, Zeldas Zelle, also bis zu Zeldas Zelle die drei Checks und Dark Cross nur zwei Items, was wir noch haben. Und ja, wir haben natürlich noch Sahasrara, wir haben noch die Eastern Area. Ist dann selber noch zumindest die Bombe. Das ist schön, wie ich hier Tignaldo von diesem Bombenvogel getrollt wurde. Von der Höhle. Ja, und vor Horo kannst du tatsächlich durch den Enemy Shuffle dann vielleicht auch einen blöden Gegner haben, wie zum Beispiel den, ich glaube, diesen großen Spike oder einen Beamoss. Beim Fake Flipper ist das natürlich noch ein bisschen ekeliger. Aber gut, wir haben jetzt auf beiden Seiten schon die Flippers. Aber die können natürlich ja mit Green Mail schon ein bisschen Schaden machen. Aber beide gute Erfahrungen werden sich da schon entsprechend durcharbeiten. Ach, hier sieht man den Animizer ja nochmal von seiner besten Seite. Ja, ja, wie gesagt, im Animizer mit Fake Flipper ist schon, das ist schon mutig. Aber mit Flippers geht das alles. Gerade wenn man einen Hit bekommt, ist man ja, glaube ich, direkt gesoftlockt oder stirbt, je nachdem, wie die Einstellung ist. Ja, man muss sogar safe und quitten mittlerweile. Also früher bist du instant gestorben. Glaub, irgendwie ich so meine, Stat das ist ja, genau. Genau, also früher bist du, soweit ich weiß, instant gestorben beim Fake Flipper Stat. Und mittlerweile bist du, glaube ich, gesoftlockt und du musst safe und quitten. In Vanilla herrscht gerade jetzt der Desert Ledge. Ja, Lake Hylia war auch nichts. Das hatte ich auch gesehen. Ja. Und hier sieht man natürlich. Auf Lake Hylia lagen 300 Rubine. Genau, richtig. War so unsere Progression. Gerade im Animizer möchtest du auch eigentlich relativ grün Schwert finden, ne? Generell eine Waffe wäre, glaube ich, also nicht schlecht bei den beiden. Aber da ist nur der zweite Bumerang auf Tikis Seite. Ja, was haben wir denn noch? Ja, Sora natürlich. Ah, hier diese Skulls, die machen... Die Titans, oh. Ja, fehlt nur noch die Moon Pearl für den Dark World Access. Ja. Somit. Das wird Tignaldo auch nicht lange auf sich warten lassen. Ja, hoffentlich. Also der aktuell läuft ja eher Richtung Eastern. Ja. Kannst du ja natürlich gut, du hast ja, was hast du jetzt noch offen? Du hast noch Eastern offen. Berg wäre in Logik noch, ist nicht lukrativ, also sonst noch Sora und ja, halt die Waterflags, ne? Aber das waren teure Bomben, 300, 400, 500. Gibt bessere Preise. Gibt bessere Preise, ja, absolut. Hey, und Hammer! Oh! Okay.
Jetzt ist halt die Frage, was ist das bessere Play von beiden so bisher? Das ist natürlich jetzt die Frage, Tignaldo, wenn er jetzt irgendwie in Eastern die... Okay, er macht Matt Better jetzt erstmal. Aber es kann natürlich jetzt auch sein, dass er, wenn er Richtung Eastern geht, dass er da vielleicht seine Moonpearl findet und das zieht ihn dann so ein bisschen von Sora weg. Und gut, das kannst du natürlich später dann noch mit Catfish vielleicht kombinieren. Aber es kann sein, dass Tignaldo dann da ein bisschen... Was heißt der Dark World Access ist, weil... Wenn er bis dahin vielleicht wirklich die Moonpearl nicht findet, macht er vielleicht noch irgendwann Ärger, wenn er entsprechend Schwert und Lampe findet. Ah. Also du kannst die Moonpearl theoretisch hinter Ärger liegen haben, auf der Pyramide. Aber die Moonpearl brauchst du ja zwingend für einen Dark World Access. Ja, was haben wir noch? Die Front von Hyrule haben wir noch nicht gesehen und das Dark Cross noch nicht. Ja, Tignaldo jetzt auf dem Weg Richtung Eastern. Hier beim Onkel bei den zwei Checks waren nur Rubine und ja, Tignaldo ist Eastern. Genau, und Eastern vielleicht natürlich durch den Boss-Shuffle auch schon kalkulierbar. Kann aber natürlich auch... ist aber auch fies mit den ganzen Bomben. Also der Animizer scheint schon mal spaßig zu werden. Ja. Ja. Genau. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wir zwei Items hier finden. Wäre das Dark Cross leer, auf jeden Fall. Deskings-Seite. Und durch den Full Animizer, wie gesagt, vielleicht haben wir Moldorm in Eastern hinten. Das kann sein. Den könnten wir dann auf jeden Fall schon mit ein paar Mal machen. Aber wenn du Pech hast, hast du da vielleicht Argus. Du brauchst ja den Hookshot für. Oder. Ja. Ein Boss wie Trinex oder so. Alles möglich. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Eastern Red Crystal. Und das kann natürlich sein, dass da dann ein Boss ist, wo den du nicht machen kannst, dann gehst du ja spät hin und dann liegt da noch was drauf und es ja, gibt viele Möglichkeiten. Was ja natürlich auch fies wäre, wenn der Kompass direkt auf dem Boss liegt, dass du im Voraus nicht weißt, wer der Boss ist. Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass du den Kompass auf dem Boss liegen hast, ne? Eben, das meine ich ja genau. Das hat Deskling gerade die Map gefunden. Ich weiß jetzt nicht, hast du drauf geachtet, was in der vorherigen Chest war? Ich habe das gerade nicht mehr. Waren 20 Rubine. Okay, alles klar. Das heißt, wenn wir jetzt ein Item in Zeldas Zelle haben, dann haben wir im Dark Cross den Small Key. Oder halt andersrum. Ja, der Map-Check da bei Tignaldo ging mir da ein bisschen zu schnell, dass ich den Boss da nicht erkannt habe. Deswegen. Ich weiß es da ja nicht, wer der Boss ist. Wir haben Argus. Wir haben Argus auf. Ah, okay. Einmal. Argus auf. Dem Boss in Eastern. Und Dark Cross wird nicht mehr besucht, weil da auch nur der kleine Schlüssel drin liegt. Genau. Ja, Animizer Darkroom, ne? Und es ist, glaube ich, okay. Gut, das war die Right Side von dem, ich weiß ja nicht, der Ruby Room hinten in Eastern auf jeden Fall. Nee, Quatsch, jetzt bin ich komplett durcheinander. Das war hier der normale Darkroom Richtung. Ja, das war der normale Darkroom. Und in der Big Key Chest. Klar. Aber ich habe es auch nicht gerade gesehen, wo er hingegangen ist. King hat seine Lampe gefunden. Dann wird die ja eben ja in Hyrule Castle gewesen sein, nehme ich an, ne? Müsste sein. Ich hab's tatsächlich auch nicht gesehen. Und der Leune da, der ist aber auch fies, wenn er einen treffen würde. In Zeldas Stelle. Ja, okay. Gut. Wir haben
Pot Pendant, Purple Rock Green Pendant, Swamp Red Crystal, so wie ich es gesehen habe, und Skullwoods Pendant. Genau, Tiki jetzt hier Hype Cave checken. Und woher hat er die Moonfell bekommen? Auch aus Eastern, oder? Ist ja. Okay, irgendwie passe ich da gerade nicht gut auf. Also, hab weder hier Lampe mitbekommen, noch hier Moonpearl. Ja. Moonpearl, okay. In den Ballchest in Eastern, ja. Gut, dann, ja, wie gesagt, haben wir den Darkwood Access dann jetzt auch von Death Kings Seite. Und. Ja. Aber es ist eigentlich ja doch genau wie du gesagt hast, dass wenn Tignal durch jetzt die Moonpearl in Eastern findet, wird er so schnell nicht mehr zu Sora gehen. Das könnte Sora-Ledge werden. Je nachdem, wann er zu Catfish geht, wenn er einen Spiegel hat. Könnte es vielleicht doch gehen, aber sonst könnte es schwierig werden. Wenn dann, ich denke, wenn, wird er es versuchen, mit Catfish zu verbinden. Die Frage ist, taucht der Spiegel auf? Kann ja auch sein, dass er nicht auftaucht. Ja, es ist halt so die Frage. Gut, er kommt natürlich jetzt nicht nach Village of Outcast hoch, weil die Bits fehlen. Das heißt, er könnte vielleicht gleich in Richtung Pot gehen. Ist die Frage, nimmt er dann Catfish mit? Vermutlich nicht. Weiß es natürlich nicht. Und ja, du hättest natürlich gerne einen Spiegel, wenn du Catfish machst, das mit Sora zu kombinieren. Ja, deswegen wird jetzt hier natürlich Eastern entsprechend auch nicht abschließen können. Was macht Tiki als nächstes? Sieht nach welcher Outcast Eastern oder sowas aus? Ja, genau. Er geht den langen Weg über das Portal. Er muss er ja leider, weil er keine Mütze hat. Ja, genau. Na gut, er kann Pot checken, Pot sag ich schon, Skyward checken. Kann ein bisschen auf Outcast checken. Hat da so ein paar Möglichkeiten noch offen. Was macht Diggi? Er macht den Skyward check, okay. Das kann natürlich auch sein, dass du an irgendeiner ungünstigen Position den Wallmaster hast, ne? Das kann man da an der Stelle auch nochmal sagen. Wenn du dann ungünstig gegrabt wirst, dass du dann, mal als Beispiel, bist oben in GT und hast an einer ganz ungünstigen Position, bleibst du stehen, keine Ahnung, oder kriegst einen Damage Boost in den Wallmaster, keine Ahnung. Das wäre natürlich mega eklig. Ja, muss hier ein bisschen aufpassen. Aber gut, du hast natürlich jetzt hier. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, ob der Wallmaster immer. Ich glaube nicht, dass der Vanilla ist. Aber du kannst natürlich an manchen Stellen, wo du mal einen Gegner hast, der vielleicht ein bisschen blöder ist, Vanilla, einen einfacheren Gegner haben. Wie zum Beispiel der Fallen Chain Guard in Hyrule Castle. Vielleicht ein Mini-Moldom oder so da drauf hast, oder keine Ahnung. Da laufen ja schon beide jetzt Death King gleich auch mit Blue Mail rum. Genau. Signaldo hier mit dem Death Warp, der gewollt war. Um sich ein bisschen zu refillen, macht es wahrscheinlich noch die Front. Und. Ja, ich meine, das mit dem Death Warp hat sich ja generell angeboten. Gerade weil. Ja, klar. Dark World gerne one-hitted. Wenn du wenig Leben hast. Oder so ein, zwei Hits nur alleine ausreichen. Na, die Blue Mail ist natürlich dann schon ganz angenehm, aber ansonsten, die Gegner machen natürlich ein bisschen mehr Schaden. Ja, ist die Frage, wann holt Tignaldo seine Mits ab? Das ist eine potenzielle Last Location. Ja. Das werden wir erst ein bisschen später erfahren. Dieser Stachel da, der ist ja auch richtig fies. Wir haben ein Pferd von Tiki.
Das ist doch ganz nett, wenigstens hier. Hat sich doch dann Skywards Pen gelohnt, mal hinzugehen. Ein Item ist ja noch hier drin, entweder hier in der Big Chest oder ich glaube in der rechten Kiste war er noch nicht. Rechts war er noch nicht, ja. Big Chest jetzt noch eben und dann das Item auf der rechten Seite. Wenn Death King jetzt gerade die Checks nachholt, die Ignalde schon gemacht hat, ja, und dann verweise ich natürlich im Chat gerne einmal auf die Runner. Und wir haben Lan Molas als Skullwoods Boss. Ja. Es ging. Hat natürlich jetzt den Vorteil, er kann mit den Mids natürlich jetzt Village of Outcast mitnehmen, was Tignaldo durch diesen einen Stein nicht machen konnte. Er müsste dann ein bisschen längeren Weg gehen. Und ja, Bumper Cave war, so wie ich es jetzt gesehen habe, nichts Wichtiges. War ein Herzteil, wenn ich es nicht ganz irre. Also auf jeden Fall kein wichtiges Item. Beide jetzt wahrscheinlich gleich so ungefähr sicher einen High Five geben, weil die machen jetzt natürlich Signale von oben, es ging von unten, so aber T-Storm wahrscheinlich dann. Genau, wahrscheinlich. Wenn der eine nach rechts läuft, der andere nach links, so. Außer das ging direkt in T-Storm rein. Ja, hier müssen wir auch nochmal einmal den Boss-Shuffle erwähnen. Also du musst in T-Storm nicht die Maiden holen, um an den Boss ranzukommen, sondern der Boss ist direkt im gespawnt im Raum. Ich weiß jetzt gerade nicht, wenn es tatsächlich Vanilla Blind ist, ob du dann die Maiden holen musst oder ob Blind direkt im Raum ist. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Und die Red Mail hier in T-Zone in der zweiten Kiste aus, glaube ich, ja. Oh Gott, diese Firebars. Okay, dann muss man sie holen. Also wenn Blind Vanilla ist, muss man die Maiden holen. Wenn nicht, ist der Boss direkt gespawnt. Beide jetzt schon mit Red Mail. Gut, du hast. Ja, gut, Deathking wird sein Schwert ja jetzt dann auch gleich irgendwann noch finden. Aber Red Mail ist schon sehr angenehm. Ich frage, was haben wir von Boss? Haben wir vielleicht ganz ungünstig Kults der? Könnte sein. Das wäre natürlich. Ah, gut, Kults, der kannst du natürlich an der Stelle nicht machen. Fehlen da Fire Rod und Bomboss. Spinex könnte sein. Also es gibt. Na gut, du kannst auch noch Armor Knights haben. Aber auch Argus. Ja, Helmer. Okay, Helmer. Okay, das geht ja sogar eigentlich. Helmer ist machbar, absolut. Das müssen wir gerade überlegen. Er muss dann ja aber in der zweiten Phase, wenn die Maske ab ist, ihn dann aber auch mit dem Hammer hitten. Hätte ja keine andere Möglichkeit. Ja, das stimmt, weil. Aber gehen tut's tatsächlich. Alles andere macht ja keinen Damage, was er jetzt, glaube ich, hat. Genau. Wir sehen ja auch hier zwei verschiedene Strats. Death King arbeitet einmal mit dem Hammer und Ignaldo macht's hier mit Bomben. Wir brauchen insgesamt, soweit ich weiß, 17 bzw. 18 Hammerschläge und 6 Bomben. Und man kann den Gegner tatsächlich. Ja, da hat vielleicht Ignaldo jetzt so ein bisschen von der Hitbox zumindest den Vorteil mit Fighters Sword Spins, was du noch machen kannst, aber mit dem Hammer ist das natürlich einfacher. Aber die Hitbox ist halt. Sehr schöner Kampf von beiden. Von beiden, ja. Und wir sehen eigentlich zeitgleich den Mirror of Helmer. Wow. Das ist stark. Das hilft vielleicht Ignaldo nochmal entsprechend zu dir mitzukommen, wenn er irgendwann zu Catfish geht. Ja. Das wäre zumindest ihm zu wünschen, weil Mids schließen ja irgendwann ja doch ziemlich viel. Also, das ist eigentlich ja der Vorteil daran. Dann passt Signaldo jetzt natürlich gerade für die Waterchecks, beziehungsweise für die Sora-Route Catfish total ins Spiel sozusagen. Signaldo entscheidet sich tatsächlich nochmal reinzugehen, während Death King wieder rausgegangen ist.
Ich glaube, für Tigdalo wird es sich wahrscheinlich dann lohnen, je nachdem die nördliche Route mitzunehmen, dass er dann direkt Greatledge und Kingston überprüft. Ah, naja, er kann Ja, ja alle Checks genau, dann. das meine ich ja. Und durch Klar. die Clippers kommt er auch direkt auf die rechte Seite. Sprich, eigentlich Gut, für Catfish und so kann Kingston. er gut einrouten. Ja, für Kingston fehlen die Boots aber. Oh, stimmt. Das habe ich ganz vergessen Aber gerade. gut, du kannst theoretisch trotzdem die Route gehen. Gut, er hat dann natürlich, er kriegt dann die Mids und kann dann immer noch mal eben vom Sanctuary starten und den Check mitnehmen. Das ist jetzt nicht so ein langsamer Weg. Ja, das geht ja dann, vor allem wenn man die Boots hat, ja, sehr schnell. Wenn man da noch drauf angewiesen ist für diesen Check. Und Bossomatic. Man sieht hier gerade das Reaction. Den will ich Ja, gar nicht sehen. Ihr habt den Bot doch schon gemacht. genau das sind halt gerade gewesen sein. 100%ig, ja. Ja, genau deswegen ist ja auch der Facecam schön, weil man genau sowas dann sieht. Richtig. Aber wenn jetzt hier halt. Die Frage, was haben wir unten? Wir haben ja auf jeden Fall noch die Big Chests und die Maiden Chests machen können. Das ging jetzt hier mit Graveyard Ledge Check. Was haben wir da? Auch nichts. Okay, 20 Rubine. Bombas. Okay. Könnte ein Game Changer werden, eventuell. Wenn das Die da wirklich schon Frage. mal, Colt der auch schon mal machbar, wenn der irgendwo vorkommt. Ja, das auf jeden Fall. Holst Also, ja und? und der Ja, Burner ja. auch noch. Ja. Ich glaube, den wird man jetzt noch Okay. nicht mehr so brauchen, aber der macht ja, glaube ich, Spy Cave damit hier in Logik. Ja, das Caitman macht Spy Cave auch in Logik. Aber Spombers ist. Jetzt habe ich gerade. Was haben wir bei Maya gehabt? Ich habe gerade hingeguckt, da ist er aus dem Bild gegangen. Bombas Da auf habe ich Maya. tatsächlich nicht Oh, geschaut. okay, Bombas auf Maya. Interessant. Ja, das ist dann auf Das jeden ist jetzt. Fall ein starker Game Also. Changer, je nachdem. Ja. Und Death King ist nach Thieves Town. Natürlich nach dem Boss wieder rausgegangen und hat das Attic und Maiden und Big Chest liegen lassen. Und somit könnte das für Death King eine potenzielle Last Location werden, um in Maya reinzukommen. Und wenn wir jetzt in Maya noch irgendwas Wichtiges liegen haben, wäre das Thignaldos Vorteil, glaube ich. Die Die Titans Titan-Mids. waren auf der Soraledge. Sorry. War ein bisschen schneller. Kein Problem. Oh, da ist doch eine Fee. Das ist doch auch ganz nett. Nimmt man jetzt eigentlich mit. Ciao. Bloß muss halt dann Hookshot drauf in. achten, wenn man hier irgendwie einen Death Ward machen will, dass man weiß, dass man noch eine hat. Oh, jetzt haben wir gerade die Situation, wenn wir das Buch nicht finden, dass Thignaldos Hookshot hinter den Mids gelockt ist. Weil wir haben jetzt eben in Desert Palace den Hookshot gefunden. Ja. Ja, wie ist die Frage? Wann geht Thignaldo in Richtung Sora? Wann holt er seine Mids? Auch hier Hyrule Castle wird sich eigentlich auch noch für ihn lohnen wegen der Dampe. Damit er hier diese Ja. Dark Rooms nicht machen muss. Im Animizer. Ja. Das stimmt. Ich denke mal, Tiki weiß, dass er in der Front nur zwei Items hat und vielleicht verschiebt er das einfach so ein bisschen nach hinten. Und ja. Das Wichtigste ist, dass er jetzt erstmal nicht mehr stirbt auf dem Weg zum Berg nach oben. Das wird nämlich ein Ja, da bisschen haben wir Zeit auch. kosten. Speckrock jetzt nur, also nur, ist ja ein Herzcontainer, ist ja gut. Und im Cave war dann auch nur 5 Ich Rubies. glaube, den Herzcontainer kann man ja an sich in der Hinsicht auch mitnehmen. Ist ja Ah, klar. Absolut. gerade früh im Spiel, nimmt man, glaube ich, ein Herz gerne mit.
Ich meine, du kannst theoretisch ja, von beiden Seiten. Du kannst über die rechte Seite... Ach nee, Tiki kann ja tatsächlich nur über Hera dann auf die rechte Seite kommen. Während Death King natürlich jetzt mit dem Hookshot dann auch von der anderen Seite hinkommt. Ein Vorteil jetzt für Death King, er hat natürlich die Mids und kann jetzt Hera theoretisch checken und kann natürlich auch gleich Dark Death Mountain mitnehmen. Das kann Ignalo jetzt natürlich nicht machen. Das heißt, er muss den Weg nochmal auf den Berg laufen. Das ist ein bisschen mehr Zeit. Vor allem, was hier Ignalo ein bisschen jetzt schlecht sein könnte, wäre, wenn jetzt hier im Hera Basement ein Item liegt. Er hat keine Feuerquelle. Ja. Um die Fackeln anzumachen. Das bedeutet, wenn da was liegt und da was Wichtiges ist, sehe ich nicht so schnell, da nochmal her Basement zu überprüfen. Ja. Absolut. Vielleicht sehen wir auf Death Kings Seite ja einen Basement-Check. Wir haben Helma oben bei... Okay, somit haben wir auch einen Full-Boss-Shuffle, weil ein Boss mehrmals vorkommen kann. Das heißt, Helma oben bei Moldorm machst du lieber mit Bomben, weil er, Helma hält sich nur direkt vor dem mittleren Drop auf, wo man zwei Etagen runterfallen kann. Und das machst du da lieber mit Bomben. Warum sind da rechts Füße von dem? Das sieht komisch aus. Ja, das ist... Oh, Tignaldo. Pass auf. Das ist halt wegen dem Sprite, ne? Ja klar, aber... Das, ich dachte gerade eben... das wäre witzig, wenn die Füße ihm da dann auch Schaden machen könnten, so... An dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob das geht oder nicht. Ja gut, Tignaldo kann ja ein bisschen risikoreicher reingehen, weil er hat ja noch eine Fee. Genau, richtig. Aber ja, Helmer ist ja richtig fies über dem Loch die ganze Zeit positioniert. Ja. Aber wie du gesagt hattest, Tignaldo hat noch Backup, also alles gut. An der Stelle. Musst du aufpassen, dass er jetzt nicht runterdroppt. Das ist die Frage, macht der Basement? Haben wir jetzt im Basement ein Item? So, ein Item habe ich mitbekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Theoretisch könnte sich das Basement ja selbst einschließen, wenn ich mich nicht ganz sehe, oder? Aber warte mal. Je nachdem, wenn hier das Item liegt, dann. Okay, ja, im Basement. Somit haben wir im Basement raus. Schon ja. Ein Item, ja. Death King kann natürlich jetzt, wie ich eben sagte, Dark Death Mountain noch checken. Hookshot Cave. Super Bunny Cave. Wir sehen dann noch den Check, was brauchen wir für TR. Obwohl TR ist pendant, na gut. Aber wie lange lässt Death King Bombos in Thieves Town liegen? Das ist dann auch wieder so eine andere Frage. Dann sehen wir da den Check. Ich denke aber generell, also Tiki weiß ja, dass er ja früh Flippers bekommen hat. Das heißt, er weiß auch, wenn das Richtiges ist, hat es der Gegner eventuell auch früh. Also es ist jetzt kein nennenswerter Vorteil. Und ich würde behaupten, gerade jetzt hier Titans, die machen ja doch recht viel zu. Du kommst durch den Teldorf rein, du kannst Swamp nicht abschließen, du kannst Ice Palace nicht abschließen. Du kommst überhaupt nicht in den Ice Palace rein. Ja, kommst nicht in, ja. In die Maya Area. Klar, aber natürlich hast du durch die fehlenden Mids natürlich auch so ein bisschen Einschränkungen, wo du hingehen kannst. Ne? Also, keine Ahnung, also Ignaldo wird jetzt Paradox Cave noch machen. Ist die Frage, was macht er danach? Zur Frage im Chat: Die Lampe lag in Hyrule Castle in Zeldos Zelle. Und genau. Falls noch die Frage wäre, wo Titans liegen, auf der Sora Ledge. Genau.
War ja so, der Punkt, der da im Chat auch ernannt, geschrieben wurde, so würde ich wahrscheinlich sogar unterschreiben. Bei den beiden sehe ich halt Race to Last Location. Also das, ich glaube, das könnte gut hinkommen. Ja. Bei Death King werden es wahrscheinlich hier mit das Bombus in Keystone sein. Und ja, bei Technado dann die mit. Aber ja, Boots sind auf jeden Fall nicht schlecht. Vor allem gerade, weil Desert, glaube ich, auch bootslocked war. Entsprechend dieser Hookshot-Vorteil, den Death King hat, wird auch eher schnell verfliegen, würde ich behaupten. Ja, also. Ja, es ist. Was machen die als nächstes? Genau, nimmt jetzt mal Perry mit. Was macht Tiki als nächstes? Er wird wahrscheinlich Spike Cave machen. Ja, ich glaube, das bietet sich nochmal an, wenn du jetzt sowieso hier oben schon bist. Hast entsprechend Full Magic mit Cape, Burner. Also, ja. Wird eigentlich machbar sein. Vor allem, ich glaube, er hat ja auch noch eine Blugu oder ähnliches. Ja, es geht schon. Es ist alles möglich. Das ist die Frage, was brauchen wir für PR? Auch Bombos. Okay. Das heißt, also Tignaldo hat zumindest Zugang zu beiden Dungeons. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ist natürlich jetzt und für. Spike hilft nur mit 20 Rubinen. Ja, ist natürlich für Death King jetzt vielleicht auch so ein kleiner Vorteil, dass Turtle Rock jetzt auch Bombos ist. Weil, wenn es jetzt zum Beispiel Ether oder Quake wäre und er findet dann auf dem Weg Ether oder Quake, dann hätte ihn natürlich auch in Turtle Rock ziehen können, sofern Somaria und Fire Rod vorhanden ist dann auch, ne? Ja, also das ist für Death King jetzt natürlich dann den Vorteil auch. Könnte früher Richtung Thief Song gehen. Es sei denn, man findet Fetch Quests. Na gut. Können ja immer sein. Ignaldo wird jetzt aber sich wahrscheinlich die Mits holen. Also er wird wahrscheinlich. Das sieht auch für also ich vermute, er wird. Aus. Ich vermute, er wird Pot so ein bisschen dodgen, wenn er die Mits gleich hat. Naja, ich meine, Pot ist ja, solange er keinen Bogen hat, auch noch recht uninteressant, bis auf die Items, die es da drin gibt, weil. Wir haben Animizer. Aber alleine am Schluss zum Boss kommst du ja nicht durch. Ja, klar, aber die Right Side ist zumindest offen. In die Front. Item-technisch. Aber hey, es wird aber zumindest mal seine Lampe abholen. Das ist ja auch nicht schlecht. Kannst du machen, natürlich. Gehst du danach wieder zurück, mirrors eben. Und gehst ins Portal und gehst dann in Richtung Catbush, beziehungsweise vielleicht sogar Richtung Pot, müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also es kann natürlich sein, dass wir heute, weil wir haben ja Pot pennen, dass wir gar keinen Bogen brauchen. Oh, stimmt. Und zur Frage im Chat, das Schwert war in Skalwoods in der Front, wenn ich weiß, ich kann es eher. Aber ja, Tignaldo hat da ein bisschen Vorteil jetzt hier auch, dann generell das Castle erstmal durchzulaufen, weil er hat ja immerhin ein Schwert. Oder auch zum Beispiel den Hammer. Ich weiß gar nicht, ja, hat allgemein er das schon gehabt? Schwert. Allgemein ist es mit dem Schwert ja angenehmer als ohne. Ja, und generell auch mit dem Boots verliert er da jetzt auch nicht so extrem viel Zeit wie Death King vorhin. Mhm. Was sagt er gerade bei Death King in der Kiste? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Das war nur eine Map gerade. Ah, okay. Also bislang noch alle 6 Items im Spiel. Und Bomb. Hier sehen wir einen Animizer, dass wir einen geschaffelten Wallmaster haben. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Kostet Zeit, möchte nicht gegrabt werden.
Ach, sowas wäre halt ein bisschen unglücklich, gerade wenn man so auf einmal Left Side Swamp geht und dann auf der linken Seite gegrabt wird oder so. Ja. Korrekt. Und Signal, du freust dich. Okay, hier. Meine Lampe. Okay. Okay. Was macht Tiki jetzt? Ich glaube nicht, dass er. Ich glaube nicht, dass er Sora Catfish isoliert. Also, er kann es kombinieren in den Spiegel und wird es auch holen. Okay, Tiki holt sich seine Mits ab. Das heißt, Last Location ist schon mal damit weg. Oder The Sway zur Last Location. Weil Tiki ja in dem Fall seine Mits holt. Er wird dann auch sich dann zeitnah den Hookshot holen. Also es kann ein sehr, sehr spannendes Race noch werden, je nachdem, wann geht Death King seinen Bombos holen. Und vor allem, wann geht er. Es kann natürlich auch sein, dass wir nur ein Schwert finden noch und dass zwei Schwerter vielleicht in Richtung GT irgendwo liegen und dass wir dann in Skullwoods in der Front unser Master Sword haben, ne? Also auf Death Kings Seite jetzt. Ja. Fisch nur mit Bomben. Tiki wird jetzt gleich auf jeden Fall nach den Mids, denke ich, Richtung Maya Desert kombinieren. Gut, ja, Tignaldo kommt in Maya rein. Rein theoretisch. Wird vielleicht aber vorher Desert machen, weil Desert ein bisschen schneller ist als Dungeon. Und er kommt natürlich Maya ja auch noch nicht mal ganz durch, wegen dem fehlenden Sumaria. Ja. Hast du eigentlich so aufgepasst, ob Death King was Gutes in Swamp bisher gefunden hat? Lang habe ich jetzt nicht wirklich was gesehen. Also, ich habe tatsächlich gerade auch mehr auf Tiki geachtet, weil ich geschaut habe, was Catfish hatte, aber ja. Death King ist ja schon mit Left Side Swamp einfach erstmal durchgefühlt. Ah, Left Side Swamp interessant auf jeden Fall. Was haben wir da liegen? Ist auch immer gerne in der Last Location. Okay. Ja, ist die Frage, was haben wir hinterm großen Schlüssel? Tiki entscheidet sich erstmal. Ja, für die Maya Area, okay. Er hätte natürlich durch die Mids jetzt auch noch Dark Death Mountain checken können. Aber er sagt sich, okay, ich will erstmal wissen, was habe ich überhaupt für einen Bombos oder was habe ich für ein Medaillen auf Maya. Jetzt weiß er von Bombos, er hat es, spielt ihm sehr in die Karten. Und, na okay, oh, der Ice Spot ist Left Side Swamp locked. Das ist übel beim Boss Shuffle. Das ist ganz übel. Ja, das ist echt nicht gerade schön, wenn irgendwo Twi'lex sich befindet. Kann Twi'lex zufällig auch in GT sein? Ja, klar. Twi'lex kann sogar auf dem Lanmola-Spot sein und ich glaube, er kann auch sogar bei Ice Armor sein. Also die Chance, wir haben ja einen Full Endemizer, das heißt, wir haben ja zum Beispiel jetzt in dem Fall auch zweimal Helmer gesehen. Helmer haben wir einmal in Thiefsong gesehen und einmal in Hera oben. Und es kann sein, dass wir Trinex dann auch mehrmals haben. Weil hätten wir jetzt nur einen Endemizer, ich sag jetzt mal, einen normalen Boss-Shuffle, dann wäre jeder Boss, glaube ich, so, ich weiß, nur einmal vorhanden. Aber wir haben in dem Fall das so, dass die Bosse mehrmals auftauchen können. Und das bei einem Ice Rod Left Side Swamp, boah, das kann jetzt für Death King wiederum in die Karten spielen. Das weiß man nicht, ob Tignaldo das macht. Vor allem, ich würde tatsächlich auch Tignaldo so einschätzen, dass er nicht Left Side Swamp erstmal gehen würde, so schnell. Wobei, ich glaube aber generell, also ich weiß es halt nicht, ich habe Endemizer ja noch nie gespielt, so in der Richtung, oder Boss Shuffle. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Death King schon im Voraus weiß, was hier Swamp als Boss hatte, jetzt so, bevor er auf Left Side gegangen ist. Ah, und Rhinex ist Swamp. Okay, Twi'lex ist in Swamp, dann
ist das ja eigentlich sogar nicht schlecht für Tigi, weil ja. Den Eiswort wird er da zumindest finden, wenn er vorher einen Firewort findet. Ja, und da wir den Kompass ja vor, in dem Fall jetzt, Port Prinex, also den Boss, also den Kompass vor, direkt vom Boss gefunden haben in Swamp, so, dann, wird Tignaldo vielleicht auch eher Left-Side spielen. Woher hat eigentlich? Das ging halt, schätze ich mal, die Schaufel von Swamp, oder? Oh, der Firewort! Oh Gott! Ja, der. Wir haben die Schaufel im Super Bunny Cape gehabt, soweit ich in Erinnerung habe. Ah, okay, dann hat die Tignaldo noch nicht Feuer, noch nicht Dark Death Mountain war. Natürlich nicht, ja. Aber. Ist natürlich, oh jetzt Gott, das ist ja auch stark. Oh, das ist aber. Ist jetzt die Frage, was macht Tignaldo, wenn er jetzt sich die Schaufel holt? Und er hat ja schon das Bomboss-Medaillon und wir wissen ja, Turtle Rock ist Bomboss. Geht er bei TR rein? Oh je. Also, das könnte ich mir eventuell vorstellen. Das ist sehr spannend, was uns hier noch erwartet. Ja, ja. Also. Ich meine, das ist ja generell auch schwer zu sagen, wie der weitere Verlauf ist, weil wir haben erst 2 Crystals nach knapp 50 Minuten. Also, je nachdem, was da noch uns erwartet, wird es sehr spannend. Ja. Oh, abgierig. Ach ja, genau, Tiki kommt. Ja, okay. Wir haben den Sumarian noch nicht. Ja, stimmt. Das kann man vielleicht eben noch in die Karten mitspielen. Da kann man nur hoffen, dass Tignaldo sein Sumaria nicht hier irgendwo findet. Ah ja, muss jetzt Amos machen. Macht es mit Burner. Das ist ein schönes Strat. Ja, und wir haben halt das Problem, dass wir, ich glaube, pro Amos brauchen wir mit dem Fighter Sword, lass mich raten, 30 Hits. War das richtig? Aber er macht es mit Burner. Das ich meine, zumindest sowas gehört zu haben, dass es da irgendwie 30 Hits wären, so. Aber ja, der Burner hat ist eigentlich gut geholfen. Notfalls hätte er auch, glaube ich, mit dem Hammer draufschlagen können, oder? Hoppers auf dem Boss ist sehr schön. Ja, ich glaube, das ist schon der zweite oder so, oder? Nee, beziehungsweise in T-Storm war es ja dann hier in der hinteren Kiste da. In der Arktik. Das passiert dir gerne mal, wenn du keinen Keys Hennedy hast oder kein MC-Shuffle. Ja, okay. Tignaldo jetzt in Richtung Swamp. Ja. Und das ging sich die Purple Chest. Ja gut, er fliegt wahrscheinlich dann direkt zur 7. Okay. Ja, wann kriegt Tignaldo? Ja gut, ich denke mal, den Ice Rod wird er sich holen. Das wird er nicht skippen. Und wann holt er sich seinen Fire Rod? Der hinter der Schaufel ist. Wann geht er auf? Wenn er mit auf den Berg geht. Also klar, natürlich. Ich denke mal, er wird jetzt erstmal hier Swamps, soweit es geht, aktivieren. Was hat er denn sonst noch offen? Maya hat er noch auf. Zumindest die Front. Ja, Ice Palace. Ice Palace. Kann er, je nachdem, ja auch. Ich glaube, diese Eisfledermäuse, die bleiben, oder? In den Räumen. Ich meine, die sind auch geschaffelt. Achso, okay. Aber gut, er hat ja das Bombenmuster, also sprich, er kommt da ja zumindest durch. Ist halt nur ein bisschen eklig ohne Samaria, weil man dann den Eisberger nicht ansetzen kann. Oh, Dash King hat erstmal hier Kiki verloren. Ja, das kostet ein bisschen Zeit. Wenn du Damage kassierst, dann verlierst du leider Kiki. Weil er hat ja immerhin genug Rubine, dass es da nicht scheitert. Aber stimmt, was man ja auch noch erwähnen muss, Death King ist immer noch Swordless unterwegs. Ich glaube, so nach knapp einer Stunde ohne Schwert rumlaufen fühlt sich auch nicht schön an.
Gerade weil das, definitiv das Schwert jetzt in Skywards ja eigentlich recht früh zu haben ist in der Hinsicht. So, ich bin jetzt gespannt, was macht Tiki? Macht er die Left Side oder lässt es liegen? Genau. No. Ja, hier sehen wir auf Deathkings Seite jetzt auf jeden Fall, dass wir nicht Bolock Bot haben, zumindest die Right Side in der Front. Ist auch noch ganz schön. Aber wenn du Pech hast, hast du halt einen Gegner, wo du doch den Bogen brauchst. Aber das ist, die Chance ist, glaube ich, nicht ganz so hoch. Tiki macht Left Side, ja. Das heißt, also bisher alles, was wir bei ihm vermutet haben mit Last Locations, nimmt er ja dann doch recht gut mit. Gerade weil er vor allem dann die Mitz ja doch schnell dann gefunden hat, weil er gerade Catfish mit Sora gut einrouten konnte durch den Spiegel. Richtig. Also ich glaube, das spielt ihm halt auch ein bisschen in die Karten, dass er entsprechend solche Items hat, um nicht ganz alles auf den letzten Drücker zu finden. Oder besser zu finden. Okay, wir haben auf jeden Fall die Right Side nicht locked durch einen Igor oder durch einen Mimic. Man kann immer noch den, falls man die Situation hat, kann man ja immer noch einen Bottle Glitch anwenden oder den Mimic Clip, je nachdem, wie vertraut die Runner damit sind. Hier gewesen. Nimmt sich hier noch die Safety mit in Form der Fee. Ah, deswegen muss das ein bisschen casual machen, weil er hat kein Schwert und kann nicht Item dashen. Im Endmeister sind da nie Igors. Okay, das ist tatsächlich eine Info, die ich nicht wusste. Ah, deswegen wird hier so ein bisschen von dem Bumper getrollt. Und von dem Moldor. Ja, man sieht die Reaction. Er lacht selber so drüber. Ja, ich glaube, das ist aber auch eine fiese Stelle hier mit der Antifee und dem Mini-Moldor, die beide drumherum kreisen. Hot ist Lugit Bolock wegen der Statue, ja, genau. Boah, man kann nicht mal einen Hammerjump machen wegen dem Bimos. Das ist ja doof. Okay. Aber okay. Das ist natürlich auch. Na gut. Ist im Key Sanity ja ein bisschen wichtiger. Signal haben wir eben gesehen, dass da so ein Heap war und im Animizer sind es, glaube ich, immer Killable Heaps, ne? Ja, genau. Damit du die Gegner, falls die einen Drop beinhalten. Ja. Hier bekommt auch Tick ES die Info, dass es Twilex in Drop ist. Ja. Er dachte sich, oh, gut, dass er sich hier gerade den Iceford abgeholt hat. Ja. Haben wir jetzt hier noch im Dark Maze im Port irgendwas? Nee. Den Mushroom haben wir jetzt auf Deathkings Seite noch gefunden gehabt. Das ist eine weitere Fetch-Quest. Das ist aber eigentlich mit der Flöte relativ einfach mal eben zu holen. Geht relativ schnell. Und Tiki geht Richtung Ice Palace. Und das zweite Schwert in Pot in der Big Chest. Puh, okay, wo sind die anderen Schwerter? Ist ein bisschen noch Schwerter da? In Pendants. Ja. Das heißt, die anderen zwei im anderen Pendant Dungeon, oder? Ja, vielleicht auch in GT. Ja, oder so. Aber ich denke mal, irgendwann wird wahrscheinlich hier auch Richtung Pot gehen. Oh, Death King. Ah, gut, gerade er hat noch eine Parry. Wenn er hier Eastern ja abschließen muss, wird er vielleicht noch einen Pot-Dip machen. Also ich denke mal, könntest es mit dem Spiegel halt so ein bisschen kombinieren, ne? Ja, genau, das meine ich ja. Also deswegen denke ich mal, dieses Schwert wird Tiki irgendwann auch finden wahrscheinlich. Genau.
Die Right Side ist logisch Bullock trotz Animizer. Okay, alles klar. Ich lerne hier heute noch richtig was. Ja, da muss man ja noch sagen, dass man hier beim Gaming nichts lernt. Man lernt immer was. Ja, echt so. Ja, und auch natürlich von unserer Seite einen schönen guten Abend an alle jetzt, die gerade eingeschaltet haben. Wir sehen hier einen Animizer, Full Animizer, Boss Shuffle und einen normalen Animizer. Das heißt, die normalen Gegner sind gestaffelt, die Bosse sind gestaffelt. Ja, gibt eine etwas andere Spielerfahrung in dem Fall. Und ja, wie würdest du einschätzen, wie sich die Runner aktuell, also sind die relativ nah beieinander oder was würdest du sagen? So, bisher würde ich an sich sagen, ja, weil eigentlich hat man so bei beiden ziemlich die gleichen Checks gesehen. Bei Tignaldo halt etwas später die Soha-Checks, wo er erst später die Titans gefunden hat. Aber ja, was Tignaldo noch aktuell in die Karten spielt, ist das Bombers-Medaillon. Das lag nämlich im hinteren Bereich von T-Stone. Das Death King nicht gemacht hat, er ist nach dem Boss dann rausgegangen. Also es könnte eine potenzielle Last Location werden. Und ja. Und Death King hat halt aktuell den Vorteil, dass er schon den Firebot auf der Schaufel hinter Super Bunny Cave gefunden hat. Aber die hat halt er auch nur gefunden, weil er die Titans vor Tignaldo hatte und als Tignaldo nicht, als er auf dem Berg war, entsprechend nicht die Titans hatte. Aber ich denke mal, es wird er demnächst dann auch abholen. Ja, also lange liegen lassen wird es dann nicht. Denke ich nicht. Okay. So, es werden tatsächlich beim Endemizer erst die Items platziert und dann die Gegner bei der Seed-Erstellung. Und somit ist dann logisch tatsächlich noch Bowlock. Also hier lernt man heute richtig was. Ob noch ein Item auf dem Eastern Boss liegt, aber wurde ja gerade bestätigt mit den 5 Rubinen. Ja, genau. Willst du nicht sehen, du möchtest was anderes sehen? Das Palace ist bislang auch nicht ganz so interessant. Ja, wie sieht das jetzt mit unserem Go-Mode aus? Das wollte ich doch, also wie gesagt, Fire Rod auf jeden Fall. Somaria auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall noch, na gut, Schwerter wissen wir ja, wo wir sie haben. Ignaldo weiß bislang nur von einem, wo haben wir die restlichen Schwerter liegen, was uns das Ganze ein bisschen einfacher macht. Oh, wir haben Vitris in Ice Palace auf dem Boss. Ich glaube, den will man auch nicht gern haben, wenn man nicht Bogen hat oder ein besseres Schwert. Ja, vor allem mit Fighter Sword ohne Bogen. Ja, eben. Ja, ach man, das ist nicht so schön. Nee. Und nochmal zu meiner Frage, die ich vorhin hatte, wegen diesen Eisfledermäusen. Also ich weiß gar nicht, sind das überhaupt Eisfledermäuse? Die sind tatsächlich hier Vanilla dabei. Wie man gerade sieht. Ja. Keine Ahnung, was das sind. Ich habe die immer Eisfledermäuse genannt. Ich weiß nicht, ob das welche sind. Ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht, ich habe sie einfach immer abgeschossen. Genau, das habe ich auch gemacht. So, was macht Death King jetzt? Kann jetzt Trinex auf jeden Fall machen. Wird er wahrscheinlich auch. Also er wird nochmal ins Swarm reingehen. Eisskelette. Ja, das kann auch sein. Ja, könnte auch hinkommen, das stimmt. Okay, ja, aber schön am. Ich glaube, das ist sogar empfehlenswert. Gerade gegen Witty, was ja nicht der angenehmste Bossfight mit diesem Equipment ist. Er hat zwar Redmail, aber ich würde sagen, gerade wenn man hier nur das Fighter Sword hat, keinen Bogen, nimmt man, glaube ich, sich so eine Fee mit, wenn man die kostenlos fangen kann auf dem Weg.
Niki macht's auch genau richtig, holt jetzt auf der Right Side eben noch die 3 Small Magic hier vor Vitri, nochmal die 2 Small Magic ist dann voll und bei Vitri ist dann ein bisschen einfacher. Er hat Cape und Burner. Aber er muss das natürlich jetzt mit dem Hammer machen. Gut, deswegen natürlich auch die Fairies, ne? Also, brauchst du bei Vicious, bist du da auf jeden Fall. Bis jetzt mit dem Fighter Sword, mit dem Cape. Ja, schön. Kannst tatsächlich mit, bei Vicious auch mit Bomben arbeiten. War ja schon soweit erstmal. Schön gemacht. Genau, Redmail ist da auch sehr angenehm. Und dann einfach drauf da. Sehr schön, Tignaldo. Das war ein schöner Fight. Eskling macht hier tatsächlich jetzt gerade einen Clip. Oder. Nee. Es ist einfach. Ich glaube, das Buch wollte Tignaldo nicht sehen. Ja? Okay, das Buch auf. Vitris in Icepalace. Seine Reaktion war gerade sehr eindeutig, so von wegen, oh nein, nicht das Buch. Stell dir mal vor, wir haben jetzt. Stell dir vor, wir haben jetzt, auf dem Tablet irgendwas liegen und wir haben tatsächlich die 2 Schwerter in GT und er muss dann, um an die Tablets ranzukommen, sich aus Pot das Schwert holen. Pendant Pot. Das wäre natürlich stimmt, ganz wir brauchen ja noch das Master-Schwert, um das machen zu können. Ja, deswegen. Mein Gedanke war eigentlich gerade, eigentlich ist es ja perfekt, wenn er jetzt hier auf den Berg geht, kann er ja das perfekt mitnehmen, so. Aber er geht ja zum Glück. Er kann es nur lesen, Ja, genau, zu dem Master-Schwert habe ich gerade wieder ganz vergessen, dass er ja gar nicht, er geht nicht in den Pot. Das finde ich mutig. Auf nee, Tignaldo, mach das doch nicht. Da wird ein Masterschwert. Ja, es ist eigentlich vielleicht sogar genau die richtige Entscheidung. Ja gut, stimmt eigentlich. Ja, kann er halt die Tablets nicht nehmen, ja, gut, aber... Er macht jetzt erstmal Argus, weil er hat ja die Möglichkeit, Argus zu machen. Und ist die Frage, wann er nach Pot geht. Was wir wo liegen haben. So, und das ging jetzt hier mit Trinex. Der Spin war ein bisschen zu früh. Aber wir sehen an der Stelle natürlich Trinex mit dem Hammer. Ich meine, eigentlich halt das Sword Trinex-Kampf will man auch nicht unbedingt sehen. Nein, definitiv. Also, Fighter Sword machst du nur mit Spins-Schaden. Master Sword Schaden. Ein Herzcontainer! Ist auch in der Hinsicht leer. Ich meine, den Herzcontainer nimmt man, denke ich, trotzdem mit noch, aber ich meine, ist das erste Herz der zweiten Leiste. Also die Left-Side-Form war loaded, ne, aber die weg nicht so. Nur mit dem Crystal natürlich, ne, der erstmal gelockt war durch den fehlenden Fire Rod. Was Death King jetzt gemacht hat. Stimmt, so wie Tignaldo jetzt hier den Raum in Eastern gemacht hat, war eigentlich auch nicht verkehrt, weil gerade bei dem Gegner, das Spamme da drin, waren die Gegner schnell alle erledigt. Ja. Deswegen macht jetzt Red Bomb. Ja. Könnte auch der Sumaria liegen. Na, und das ging jetzt hier auch eine Strategie. Also, wenn du eigentlich die Boots, also zumindest den Knopf A drückst und dann losläufst, dann lässt du die Bombe liegen. Wenn du aber vorher den Hookshot benutzt hast und dann direkt danach die Boots, dann läuft dir die Bombe trotzdem noch hinterher. Weil das ist dann wieder so was das Spiel nicht verarbeiten kann. Nutzt man natürlich gerne. Von Pyramide wissen wir, dass wir da nichts haben. Genau, das war nur ein Herzteil. Was hat die Red Bomb?
Training macht's spannend. Okay, die Red Bomb hatte nichts Wichtiges. Wäre jetzt auf der Red Bomb noch was gelegen? Jeweils die Fee in beiden Quellen, die hat, glaube ich, nur eine Flasche mit Bienen dann zur Verfügung. Sehr schöne zweite Phase von Tignaldo hier bei Argus. Ja, fand ich auch. Viel mit dem Eiswort gearbeitet. Achso, ich wollte gerade fragen, wieso Death King hier nach Maya geht, aber er hat ja das ja noch nicht abgeschlossen, weil er vorhin ja noch keine Boots hat, stimmt. Genau, richtig. Weil man in Maya kommt ja noch nicht rein. Wir müssen aber, immer noch Thiefstown das Bombos über Death King im Hinterkopf behalten. Interessiert halt die extreme Dark Location bei ihm. Ich sehe vorher ein All Dungeons, bevor er, glaube ich, Thiefstown in die Back geht. Aber das Gute ist, die Beide wird jetzt hier Dark Left Mountain. Das heißt, seine Schaufel wird er gleich abholen und entsprechend dann auch seinen Fireward haben. Das ist natürlich jetzt die Frage für Death King, wann er den Sumaria findet. Das würde ihn vielleicht so ein bisschen noch weiter von Thiefstown weglocken, sage ich mal. Ich bin gerade am Überlegen, was gibt es denn noch überhaupt für offene Checks? So. Bombos war, ob ich. War Bombos im Big Chess, ja, ne? Genau, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall hinterm Boss. Also. Ja. Auf der hinteren Seite. Beziehungsweise Richtung Maiden, ja. Erst Kai Wutz hat, glaube ich, noch ein Item, wenn ich weiß nicht, kannst du ja. Und sonst Mystery Maya hätte noch zwei. Was gibt's sonst so an Overworld Checks? Swift Chain hatten wir, glaube ich, bei Death King komplett gesehen. Hookfuck Cave, Super Bunny Cave hatten wir ja bei Death King gesehen. Hills hatten wir gesehen. Schaufel hatten wir ja auch schon gesehen. Die Buchchecks gibt's tatsächlich noch. Checks, genau. Und welcher Boss war nochmal auf Pod? Weiß man das gerade? Ja, Pod war, ich glaube, Lanmolas? Ich weiß gerade nicht genau. Ja, stimmt, Lanmolas war es, glaube ich. War, glaube ich, Lanmolas, ne? Aber ja, ohne Bogen kommt man zumindest echt zu dem. Ich weiß es gerade nicht. Findet Tiki auch seinen Ether, das hat er eben von Death King schon gesehen. Genau, und Desert hatten wir ja Amos. Ach, Death King ist. Und zur Frage im Chat, Thiefstone Big Chest. Gerade weil es ja hier ein Boss Shuffle ist, sind die einfach nur hinten zum Boss hingelaufen. Death King ist dann direkt komplett rausgegangen und Tignaldo hat sich halt die Backfloor angeschaut gehabt. Trinex hatten wir in Swamp, ja, auf jeden Fall. Death King hat jetzt hier gerade den Nachteil bei Amos, dass er den Burner nicht hat. Muss hier ein bisschen mit Fighter Sword und Hammer arbeiten. Ach ja, stimmt, der Burner, der war ja hier auch in Thiefstone. Ja. Also hat sich in der Hinsicht ja auch nochmal besser gelohnt für ihn. Während Death King hier schwer am Arbeiten ist. Die Pause für Tignaldo mit Terra Basement. Der Firewall ist. Oh, ja, sag du dann. Sag du. Der auf der Schaufel, die Tignaldo gerade eben hier auf dem Dark Death Mountain gefunden hat. Also, sprich, er wird wahrscheinlich gleich, nachdem er Terra Basement und das Tablet überprüft hat, auch sich seinen Firewall abholen und entsprechend Twinex in Swamp erledigen. Genau. Ja, und Death King last located das Bombos in der Thief Sound Big Chest. Scheinbar. Okay, Ether Tablet ist schon mal nicht weiter notwendig. Also es ist dann nur noch das Bombos Tablet, was hier vielleicht wichtig wird. Das lässt sich ja sogar auch jetzt gut einrouten, indem er
hier erst Schaufel macht, dann direkt Richtung Swamp geht und nebendran ist ja dann auch direkt das Bombs-Tablet. Das macht Ignaldo erst. Achso, Smith Chain. Wahrscheinlich Smith Chain. Oder Graveyard Ledge beziehungsweise. Ja, Kingstomb wäre dann. Kingstomb. Ja, weil er hat ja die Mids ein bisschen später gehabt auf Sora Ledge. Das hatte Death King ja alles schon gemacht gehabt. Das konnte er ja perfekt einrouten. Achso, er war noch nicht Graveyard Ledge. Dachte irgendwie, er wäre vorhin schon auf der Graveyard Ledge gewesen, so. Wo ich ja meinte, dass er danach hier Skywoods, also die nördliche Route nimmt, aber hat er gar nicht. Stimmt. Somit haben wir auf jeden Fall unser drittes Schwert. Was wir stimmt, wissen. Bonkworks. Ja. Okay, das ist aber praktisch, wenn ein Signaldo gleich dem auch noch hinterher geht. Kann er ja. Er kann das alles zusammen einrollen. Das meine ich ja. Und beide jetzt direkt Custom-Code. Und beide kriegen von den Sumaria. Das ist für... Das muss ich gerade überlegen. Das ist... Im Prinzip ist das vielleicht schon der No-Mode, oder? Wir wissen... Ja. Also je nachdem, wenn wir keinen Bogen brauchen für GT. Oder also Für Death King ist der Punkt vom Sumaria sehr, sehr blöd. Weil er dann eher jetzt vielleicht sogar noch Richtung Petal Rock checkt. Ja, wobei, er kommt da ja aber auch nicht ohne Bombos rein. Oh. Also das hilft ihm ja zum Glück noch. Ach ja, stimmt. Ja, klar, richtig. Hast ja recht. Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Dann... Maya ist ja für ihn auch nicht interessant. Wir brauchen keinen Bogen, ja. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil wir... Boah, aber das Problem ist, Signaldo prüft leider nicht die Schaufel direkt. Entsprechend hätte er jetzt, wäre jetzt halt wirklich im Graumund, wenn er diesen Spot abgelaufen wäre dann. Ja, wäre für ihn natürlich ärgerlich, wenn wir jetzt Trinex noch hinten in Maya haben, ne? Ja, das stimmt. Ein früher Kompass wäre in der Hinsicht dann eigentlich vorteilhaft. Dass er weiß, ob Maya zumindest hier Fireward locked ist. Genau. Das ist aber auch ein ekliger Raum auf Death Kings Seite. Und bei Technaldos Seite mit dem Animizer ist auch nicht so eine. Ich wollte gerade sagen, hier mit den ganzen Hinoxen, die du hier erledigen musst. Immerhin hat er jetzt das Master Schwert, aber ich glaube, es ist auch nicht der angenehmste Raum. Entsprechend macht er jetzt auch halt mit dem Aether die Gegner platt. Fire Rod ist auf dem Schaufelspot und die Schaufel ist Super Bunny Cave. Aber Ignaldo hat den Schaufelspot leider noch nicht gemacht. Ja, was haben wir für einen Boss in Maya? Was ich mich gerade sage, wenn man am Ende gegen Ganon kämpft, man gar keinen Bogen hat, in welche Position fragt er dann, ob du die Silverstar gefunden hast? Er sagt, you have no bow, Dingus. Ah, okay. Denke ich mal. Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich habe tatsächlich nie diesen Fall gehabt, dass ich bei Ganon ohne Bogen war. Deswegen... Kann ich das auch nicht einschätzen? Ich glaube, dass er das sagt. Ich weiß es gerade nicht. Ja, vielleicht taucht der beide Bögen noch in GT auf oder so. Ja, siehst du. Und ja, da hast du anscheinend recht gehabt mit Gun, dass er. Also, für den Bogen er spoilert, ja. Spoilert dir nur die Silvers, wenn du einen Bogen hast. Ich
Ja, okay. Das heißt, wir haben den Kompass auf dem Boss, oder? Also muss ja. Ich glaube ja, aber ich habe jetzt auch nicht hundertprozentig aufgepasst. Also für den Tignaldo wäre es ärgerlich, wenn da dann Twinex wäre, weil der Weg nach zum Boss bei Maya ist auch nicht gerade der kürzeste. Deswegen jetzt hier Vitris über den Weg läuft. Ja, dürfte machbar sein. Ja. Da hat er immerhin ja das, den Schwertvorteil, musstest du ja nicht mit dem Fighter Sword oder mit dem Hammer machen. Wenn du auch das Cape hast und beim Cape tatsächlich die ganze Zeit mit Sword Slashes arbeitest, verbrauchst du, glaube ich, auch ein bisschen weniger Mana. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ich glaube sogar nahezu gar keine, wenn du wirklich die ganze Zeit slashst. Ja, ein bisschen schon, aber viel ist es nicht. Ja, genau, also ich sage ja nahezu keine. Und Vitris mit Hammer. Und was haben wir hier? Wir haben Lanmo, okay, alles klar, ja klar. Gut, dann mit Ice Rod. Deswegen denkt jetzt, oh nee, nicht der. Nicht der Fluch. So, dann fehlt uns tatsächlich jetzt auf Tignalus Seite nur noch ein Crystal. Das ist ja Swamp. Der braucht zwingend den Fire Rod. Ja, und Death King fehlt das Bombos. Also wir haben ja so ungefähr so ein Last Location Festival vielleicht. Ich weiß nicht, wann checkt kann Tignaldo halt den Shuffle Spot? Und wann geht Death King nach Thiefstone? Ist auf jeden Fall eine gute Frage. Vor allem, ich glaube, jetzt Tignaldo wird wahrscheinlich Pot eher nicht mehr überprüfen. Entsprechend wird er kein Tempat erstmal so schnell haben, je nachdem, wo das letzte Schwert sich befindet. Bei Death King, denke ich, kommt es halt drauf an, wann er, ob er vielleicht doch Skywoods überprüft. Könnte jetzt zumindest, also entweder sieht es oder Skywoods, je nachdem, was er für was er sich entscheidet. Ja. Aber tatsächlich, was von Tignaldo jetzt gerade eben hier der erste Raum von Maya, wo du die ganzen Mobs erledigen musst, das hat er mit Aoife und dem Hammer richtig smart gelöst gehabt. Ja, das war sehr praktisch, weil damit entsprechend die Gegner einfach direkt kaputt gingen. Und Deathkling geht hier nach Skullwoods. Jetzt, also entsprechend hat er gleich sein Tempered-Schwert. Ja, richtig. Das freut ihn natürlich, macht gerne ein bisschen einfacher. Allgemein die Bosse. Und Tignaldo geht... Ich weiß gerade gar nicht, hat er die Smith-Chain, hat er glaube ich gemacht, oder? Oder hat er die nicht gemacht? Ich glaube, er hat die noch nicht gemacht. Vielleicht hofft er jetzt erstmal dann, einfach auf Bombus-Tablet. Dann spielt ihn die Schaufel natürlich in die Karten. Definitiv. Punkt-Check. Okay, das haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Was haben wir auf dem Bombus-Tablet? Eine schöne Safety. Aber da freut er sich gerade nicht so sehr. Ja, ist die Frage, was... Geht er jetzt zur Schaufel oder was macht er? Ich meine, die Schaufel ist in unmittelbarer Nähe. Ich glaube, da geht er tatsächlich sogar hin. Da geht er auch jetzt hin, holt seinen Fire Rod. Und ich glaube, die Reaktion wird sehr interessant sein, wie er darauf reagiert. Ja, damit Tignaldo tatsächlich aber dann auch schon im Go-Mode. Okay, er freut sich tatsächlich nicht so. Und ich denke mal, Death King wird aber jetzt auch relativ zeitnah
nach Skullwoods nach Thiefstown gehen. Weil ich so glaube, er hat auch gar nicht mehr viel übrig. Also ich glaube, er hat auch nur Thiefstown übrig. Weil sehen wir vielleicht noch, vielleicht sehen wir noch ein Pad zum Lesen, vielleicht sogar. Könnten wir auf Death Kings Seite vielleicht sehen, weil mit Dalian kann ja... Was erwartet er auf Pad? Also, der Bombus kann nicht auf Pad liegen, weil Turtlerock Pendant ist. Turtlerock Pendant ist... Stimmt, richtig, okay. Also das Pad ist eigentlich tot. Ja. Silvers könnten im Notfall auf Pad liegen, wenn noch ein Bogen eben anders liegt, das, aber das ist ja kein Graumord-Item. Ein Bogen wäre auch interessant. Ja. Ach ja. Ich habe das Gefühl, also, wenn jetzt auf Technalos Seite nicht viel passiert, hat er jetzt eigentlich einen guten Vorsprung, weil er jetzt halt Grow Mode ist. Er läuft jetzt hier zu Twinex durch und ja. Du hast ja eben schon erwähnt, Tignaldo hat schon 6 Crystals. Ich glaube, wir sollten mal langsam das berühmte Big Guessing Game anteasern. Ja. Willst du es erklären oder soll ich? Ah, da bist du doch bestimmt Profi drin. Ja, gut, dann. Also, dann fahre ich mal. Zum Beispiel, da ich Tignaldo den 7. Crystal in der Hand hat, startet unser Big Guessing Game. Das wird dann unser Tracker Rolli auch dann im Chat starten. Da habt ihr dann in der Zeit die Möglichkeit, eine Zahl von 1 bis 22 zu schreiben, um zu raten, in welcher Kiste sich der große Schlüssel in GT befindet. Und ja, zu gewinnen gibt's wie immer hier Ruhm, Ehre, Internetpunkte und einen imaginären feuchten Händedruck. Genau so sieht das aus. Ja, und Death King macht natürlich jetzt noch die Motte, die nicht zwingend notwendig ist. Wird jetzt das Pad noch... Ach ne, Pad weiß... Okay, Death King weiß, Pad kann es nicht sein. Ja, Tignaldo, leichten Vorsprung. Ich weiß nicht wie... In Minuten weiß ich es nicht genau. Aber... Tignaldo hier ein bisschen weiter vorne. Wir können ja mal gleich darauf achten, wann Death King sein Bombus findet für den Grow Mode. Das ist ja im Prinzip der Zeitunterschied zwischen den beiden. Nach aktuellem Stand circa 3 Minuten, 4 Minuten würde ich so schätzen. Weil Signaldo war mit ungefähr, ich glaube, 1,24 im Grow Mode. Ungefähr, ja. Und ein sehr schöner Twinex-Kampf auf jeden Fall. Wir haben natürlich jetzt auch noch den Schwertunterschied, aber dann auf Death Kings Seite. So, damit startet ja, unser Big Guessing Game. Ja, sorry, ja, auf jeden Fall, das ist das Einzige, was ich hier Death King vielleicht noch zurückbringen kann, dass er halt den Schwertvorteil hier halt hat. Weil gerade Ganon, Master Sword, Silverless ist glaube ich jetzt auch nicht das angenehmste. Im Vergleich zu Tempered Silverless. Was nimmst du immer für eine Zahl beim Big Guessing Game? Hast du da so einen Favoriten oder? So, eigentlich nehme ich immer eine recht niedrige Zahl, aber letzte Zeit, also ich glaube, die letzten 2 Mal oder so, wo ich irgendwie, ich glaube, gefühlt getrackt oder kommentiert habe, meine ich, hat irgendwie, glaube ich, immer die 21. gewonnen, deswegen gehe ich mal heute mit der 21. Okay. Und du? Ich bin wie immer bei der 13. Ja, die 13 sehe ich tatsächlich hier auch gerade sehr oft im Chat schon. Also, wenn es dann die 13 ist, dürfen wir wahrscheinlich hier den halben Chat vorlesen. Ja, das können wir gerne machen. Ja, das ist halt die Sache. Also ich, keine Ahnung, ich mache immer die 13, weil wenn du die Standardroute hast, gehst erst Hope Room und dann über die linke Seite, dann hast du ja im Rando Room auf der Left Side in der letzten Chess gerne mal den Wiki liegen. Deswegen, weiß ich nicht, hat sich bei mir so eingebürgert. Aber das ist natürlich generell abhängig von der generell hier immer so das GT-Routing, weil genau. Im Prinzip, also ich hatte hier auch schon
einmal ein Rennen gehabt. Da lag der Big hier auf der 2 und einer der beiden Runner ist dann Full Life Zeit gegangen. Was dann natürlich unvorteilhaft war. Und Deathkings Reaction von dem Bomboss. Das war so eine, ja, typische Last Location Reaction vielleicht. Was hofft er jetzt hier noch zu finden? Ja, aber ungefähr 5 Minuten trennen die beiden so vom Graumaut. Genau. Letzte Chance. Und, ja. Wir haben jetzt die letzte Chance noch, dass ihr Zahlen reinschreiben könnt, bis Roti gleich das Endzeichen gibt. Jetzt ist Tick also drin, deswegen endet das Wiki Guessing Game. Glaubt ihr, Deathking fühlt sich behind? Denke ich schon an der Stelle. Das war. Zwei war es nicht. Nee. Also ich denke schon, dass sich Deathking. Du zählst mal eben mit, ne? Ja, mache ich. Ich denke schon, dass Deathking sich behind fühlt. Das ist eine Last Location jetzt gewesen. Tiki hat vielleicht auch lange die Mits liegen lassen. Ja, aber jetzt so zum Ende hin war der Go-Mode auf Tikis Seite dann noch ein bisschen eher als auf Deathkings Seite. Und Tignaldo findet natürlich jetzt über die Left-Side noch Half Magic. Schön. Right-Side Boss. Er ist erst voll Right-Side gegangen. Nicht Left-Side. Das war jetzt die 6, ne? Ja, genau. Die 7 ist es auch nicht. Die und Bob ist tot. Nicht, ja. Aber ja, gerade hier Silverless Master Sword Fight ist, glaube ich, Half Magic sehr angenehm. Absolut. Na klar. Natürlich, das King wird wahrscheinlich. Also war es die 8? Ja. Gut, das war die 8. Mal im Chat schauen, wer alles die 8 hat. Gehen wir mal von oben durch. Jolly oder so. Oh Gott, haben da viele geschrieben. Dann Linru 25. Jack the Stripper. Essiggurka. Ja. Das war's. GG's an die. Auch GG's von mir und ich erreiche euch den imaginären feuchten Händedruck und TNT-Punkte. Genau. Ja, gut, jetzt du sagst eben, Deathking ist 5 Minuten hinter Tignaldo. Ich denke, er ist noch ein bisschen weiter hinten, weil er muss ja noch komplett Maya machen. Und Maya ist ein langer Dungeon, also das wird ein bisschen mehr Zeit sein. Da hat Tignaldo kann sich in dem Fall schon viel erlauben, dass der Fing das an der Stelle noch aufholt. Also da muss schon viel passieren, damit das passiert, denke ich. Ich meine, das ist bezogen auf den Go-Mode. Also, was die Go-Mode-Items betrifft. Tignaldo war halt 5 Minuten vor Deathking im Go-Mode. Aber, wie du sagst, so, ja, halt, okay. Missouri Maya und ähnliches halt noch durchlaufen. Richtig, das kommt noch dazu. Also, das sind vielleicht, keine Ahnung. Ja, also. 8 Minuten, 8, 9, keine Ahnung. Ich kann es genau, nicht einschätzen, aber es wird schon ordentlich sein, weil. Wie du sagst, also er muss halt hier noch ganz ein bisschen wie Maya durchlaufen und ich weiß gar nicht, was hat er noch offen an Dungeons? Noch ein bisschen wie Maya. Ja, er hat nur noch Maya offen und geht dann nach GT. Oh, wir haben ein Colster im Lanmolas Room. Ja, zum Glück war es ein Quinex, sonst wenn man keinen Bombus hätte, hätte man hier ohne Fireward nicht weiterkommen können. Ja, das stimmt. Das kann natürlich, also was sein kann,
Puls, der kann dich im Endemeiser halt gerne mal trollen und Rhinex natürlich auch. Auch ein Argus kann dich auch trollen, wenn der Hookshot lange nicht auffindbar ist. Also so ein paar Bosse Stimmt. gibt es da, die einem so ein bisschen locken können. Na, du hast dich aber ja eben vor GT noch Backups gekauft im Potion Shop, also da macht er sich gar keine Sorgen. Genau, und Gennis wird gleich sagen, you have no Boatingus. Ich fände es ja auch interessant, ob hier GT noch ein Schwert hat oder wo generell das letzte Schwert wäre. Keine Ahnung, ich könnte es mir vorstellen, dass es unten bei Ice Amos oder so ist. Also, dass wir es gar nicht sehen. Ja, genau. Also, hinter Big Key auf der linken Seite könnte ich es mir halt schon vorstellen. Es sind noch einige Items. Ich glaube, Sigdaldo hat die anderen Kisten da in dem einen Raum da nicht mehr geöffnet. Sprich, vielleicht waren die auch in dem einen Raum noch gewesen. Also, war es da noch. Aber wer weiß. Ja, richtig. Entscheidet sich jetzt im Climb noch, die Herzen mitzunehmen, ja. Nimmst du noch ein paar Checks? Er macht es halt auf in der Hoffnung, noch irgendwie ein Schwert-Upgrade zu finden. Die jetzt aber auch sehr konzentriert. Er will das jetzt auf jeden Fall reißen. Es darf nichts ver- Oh, er ist. Und wir sehen einen Hammer von Tiki! Ja! Haha, geil! Schön. Das ist echt super, sowas zu sehen. Und hat halt natürlich auch nochmal einiges an Zeit gespart. Und er, man merkt, dass er sehr angespannt ist. Also. Ja. Ich glaube, generell so eine Zeit über eineinhalb Stunden. Fühlt sich für die meisten auch nicht immer so gut an. Gerade weil beide in dem Fall hier komplett dislocated haben, glaube ich immer. Also Skill Approved 100 von 100 auf Tikis Seite. Sehr, sehr schöner Hover. Und auch ein schöner Ager noch dazu. Und man sieht jetzt Signale so, jetzt komm. Lass es. Lass es geschehen, lass mich jetzt eben schnell Gennen machen und dann ist das Ding gelaufen. Wenn ich jetzt so ja, also man sieht jetzt, was hier der Zeitunterschied war, was GT betrifft, ist ungefähr, glaube ich, 8 Minuten, wie wir es. Genau, also ein ganzer G- deswegen ist ein ganzer GT hinten. Ja, genau. Ja. Auch noch ein schöner Ganon-Fight, so wie du ihn halt machen kannst mit Master Sword. Schöne Spots hier, kriegt immer schön das Double rein. Nutzt das Cape sehr gut, also. Echt wunderbar. Kann man nicht anders sagen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ganon-Fight. Mit noch Safeties, hat noch. Kein Risiko an der Stelle eingehen, schön im Vorfeld jetzt eben die Potions nutzen und Deskin hat übrigens seinen Wiki auf der 2 gefunden. Okay, ja, es spart ein bisschen Zeit, aber wird halt sehr schnell schwierig. Ja, nur die Kiste im Hauptboom, würde ich sagen. Und Whiteside halt, aber sollte jetzt Signal durch nicht mehr anbrennen lassen, gerade weil er ja schon in der dritten Phase ist. Ich glaube, selbst wenn er so einmal runterfallen sollte, sollte er immer noch genug Zeit haben. Auch wenn ich in dem Fall dann einen Death King den Schwertvorteil hätte. Richtig. So, jetzt noch 24 jetzt von Tiki. Und da sehen wir, hier ja. Bone Ding ist. Genau,
Touch Glitch auf jeden Fall required, also musst du nicht, aber natürlich so eins. Ja. Zwei. Oh. Drei. Vier. Was mit dem Pöppel? Fünf. Ja. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. 12. Wie alt haben wir jetzt? 13. Und das war leider kein Hit. 14. 15. Ja. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Der letzte Hit. Ja. Sehr schöner Kampf. Und dann bereite ich schon mal euer GGs in die Chats vor. Ja. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Gunfight. GGs an Tignaldo an der Stelle. Und damit hat er das Race mit einer Zeit von 1 Stunde und 40 Minuten, ich schätze mal 2 Sekunden, beendet. Genau. Wie Nils. Ja, die beiden Runner werden, denke ich, gleich beide noch eben kurz im Interview auftauchen. Sehr schön gespielt von Tignaldo. Sehr schöner Hover. Mir an der Stelle sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, also was Tignaldo in die Karten gespielt hat, ist Last Location Mids ist angenehmer als Last Location Medallion. Ja, wir werden es gleich mit ihm besprechen hier im Chat. Also, merkt ihr, was du sagen möchtest? GG Sticky! Ja. Oh, danke, danke. Was ein Seed! Was eine schöne Execution am Ende mit dem schönen Hover. Und ja, das war echt mega schön. War schön. Und es war schöner, echt gut. Gunfight in der Hinsicht auch. Mit Aga 2 auch, wenn man noch den dazu nimmt. Ja, danke schön, danke schön. Ich habe mir gedacht, komm, jetzt. Ich habe auch lange wieder geübt und so, das hat auch immer gut geklappt. Aber leider mit Havern habe ich gesagt, komm, mach mal jetzt einfach. Einmal mache ich das immer und wenn das nicht klappt, dann lass ich. Aber mit Aga auch, mit Cape, das hat alles funktioniert, wunderbar. Okay. Ah. Ja. Wie hat sich denn der Seed allgemein so für dich angefühlt? So? Warst du zufrieden so mit dem Routing und so? Geht so. Geht so. Was ich nicht wollte, ist Pot. Also Palace of Darkness wollte ich auf jeden Fall nicht rein, weil es ein Pendant war. Und eigentlich ist das, sind da 5 Items so und da kann man sagen, ja komm, da liegt der Fire drin oder so. Und Da hast du tatsächlich dein Temper liegen lassen. Ah, da war mein Temper, okay. Weil. Jetzt geht's wieder. Death King war auf jeden Fall in EOD und ja. Da hat er übrigens sein erstes Schwert gefunden. Genau, er ist die ganze Zeit tatsächlich Swordless rumgelaufen, weil er hat die Front von Skullwoods geskippt. Ja, okay. Normalerweise skippe ich das auch öfters momentan, aber ich habe wieder jetzt ein paar Mal wieder gesehen, Skullwoods hat auch wieder bei da ist immer was und dann habe ich gesagt, komm, gehst jetzt rein. Auf diese 2 Minuten kommt es auch nicht drauf an, dann nehme ich die Front, also nehme ich direkt mit alles und ja, habe ich das erste Schwert halt gefunden, ne? Richtig, richtig. Und wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen habe, was das Pedestal hatte, war das halt ein Bogen, oder? Und Stick and Twine bedeutet Bogen. Stick and Twine, ja. Ja, dann war ein Bogen auf dem Pedestal. Ja, schön. Also, sprich, werden wahrscheinlich Silvers auf dem Pedestal, wenn es noch irgendwo den Adon dann gibt.
Das ist die Frage, wo unser zweiter Bogen war. Das haben wir auch nie gesehen. Das habt ihr auch nicht gesehen, okay. Ist komplett bowless unterwegs. Bowless Seed, ja. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass der ein Turtle Rock gleich ist oder so? Könnt ihr mir auch gut vorstellen? Oder Red Bomb? Ja. Red Bomb hatte Deathwing überprüft. Ach, hat er gemacht. Ah, okay. Ja, aber gut, wir brauchten ja halt keinen Bogen, ne, weil Pass of Darkness war ein Pendant. Das war ja Gott sei Dank halt gut, ne, und was mich so ein bisschen geärgert hat halt, ich weiß nicht, wann ich in Swarm Palace reingegangen bin, dachte so, oh, Left Side, ja, gut, okay, Ice Rod, ja, schön, gut, cool, jetzt brauche ich noch vielleicht noch ein Fire Rod, cool, und dann so, nein, Trinex da hinten drin, ach, Gott, da hab ich mir auch gedacht, was raus. Genau, da hatte Deathking natürlich den Vorteil, er ist sehr early an seine Mids rangekommen und konnte den Berg dann sozusagen in einem Rutsch mitnehmen mit Hera zusammen, Dark Death Mountain, und du hast ja so ein bisschen die Mids so ein bisschen vor dir hingeschoben. Ja, habe ich mir schon gedacht. Hm. Wo du aber den Vorteil hattest, Deathking hat ist nach dem Anmo in Thiefstown aus Thiefstown raus und hat das Bombos Last located. Oh. Ja, weil ich glaube, er hat es halt wirklich komplett last located. Also, ich glaube, er hatte wirklich gar nichts mehr anderes offen. Nee. Er hat dann noch Skywoods gemacht, hat dann noch sein Tempad gefunden und ist dann, Richtung Bombos, hat dann tatsächlich noch seinen Burner mitgenommen, ist dann raus und, du warst schon sozusagen vor GT und deswegen war dann gerade erst bei seinem letzten Crystal bei Maya. Ja, also, die Routen haben sich so ein bisschen getrennt, aber. Ja, du dann einfach in dem Fall mit dem etwas besseren Routing. Ja, also ich denke, also ja, ich werde mir auf jeden Fall das VOD nachher nochmal anschauen, in Ruhe. Und das Einzige, was ich froh war, dass ich früh die Boots hatten. Also was heißt früh, eine halbe Stunde oder so oder 35 Minuten. Aber das war okay. Ich habe gedacht, ach Gott sei Dank, Boots, danke, ey. Ich kann ein bisschen wieder flitzen, ey. Weil ohne Boots rumzulaufen hat keinen Spaß, also. Ich meine, die waren in Paradox Cave gewesen, ne? Die waren Paratrops gewesen, genau. Ja, genau. Genau, ja. Oben. Bei die 5 Kisten. Ach, richtig, ja, genau. Ja. Da war ich halt erleichtert, dass ich wenigstens die Boots erstmal hatte. Aber ja. Da ist der angenehm, macht jetzt Zeit ein bisschen schneller. Du hast natürlich gerne Mobility-Items, die dich da ein bisschen schneller voranbringen. Richtig, genau. Aber sonst, wir waren ja immer schon so am Überlegen. Also wir haben auch die ganze Zeit im Restream gesagt, wie ist das jetzt, was ist Turtle Rock? Ist Turtle Rock tatsächlich Bombos? Wir waren ja an einer Stelle, wo wir das tatsächlich noch nicht wussten. Hätte tatsächlich dann den einen oder anderen dann auch, wenn der Somaria vorhanden war, war an der Stelle natürlich noch nicht, hätte es dann auch einen Richtung Turtle Rock ziehen können und dann das Buch noch gefunden. Das möchtest du an der Stelle dann auch nicht sehen. Nee, ich hab nur gesagt, weg mit dir, Duden. weg, Busch. Ich hab mich überhaupt nicht gefreut. Nee, absolut nicht. Und Ja, vor allem, was auch interessant war, ihr habt ja beide zeitgleich den Somaria da gefunden gehabt, in King's Tomb. Echt? Ja, genau, ihr wart komplett synchron ins King's Tomb gewesen. No. Das war vielleicht eine Millisekunde Unterschied gewesen, also. Schönen Tag. Ja, dann habt ihr euch so mehr oder weniger, habt ihr euch dann in Village of Outcasts, habt ihr euch ein High Five gegeben. Deathking hatte den Vorteil, er konnte natürlich dann über das Digging Game wegen den Mids Richtung VOO laufen. Du musstest natürlich, weil du die Mids nicht hattest, musstest du oben rum über Kakariko rein. Genau. Aber ihr wart dann auch relativ zeitnah in VOO und ja. War ein schönes Race, also. Oh, das, also wie gesagt, ihr macht mir gerade wieder so richtig geil, dass ich richtig Bock habe, auf das VOD gleich nochmal anzugucken in Ruhe. Das hat auf jeden Fall so Spaß gemacht. Deathking ist da gerade runtergefahren. Oh, nee. Nein. Ich glaube, der war auch noch ein, zwei Hits vor Ende, aber oh Mann, jetzt hat er auch aufgegeben. Das ist jetzt dann auch der. Das ist ärgerlich. Also aber ja, auf jeden Fall GGs an der Stelle noch an Deathking und ja, das VOD kann ich dir, denke ich, auch empfehlen. Ist war sehr spannend. Vor allem, man hat sich halt auch hier wirklich lange gefragt, wer Last Okay das fährt. Ja, GGs, Deathking.
Ja, ich mache immer gerne so Vergleiche halt, ne? Was hat mein Gegner gemacht? Kann man besser machen und so, ne? Also ich gucke da auch immer mal rein halt, ne? Ja. Ja klar, es gibt, bietet sich ja an, das alles nochmal zu gucken, wie ist der andere gelaufen, wie hätte man es vielleicht besser machen können, auch, genau, auch von der anderen Seite aus. Deswegen kann man da, es ist immer so ein schöner Vergleich zu haben, ne? Genau, genau, das ist immer schön, wenn man so einen Vergleich hat, genau. Schön, ja. Genau. Okay, das klingt hier gerade drin, vielleicht noch ein paar Probleme gerade mit dem Mikro. Nö, nö. Achso, mein Mikro, okay, läuft. Alles klar. Okay, ja, GG ist an dich, ne? GG. Ah, ja. Denen hätte noch drin sein können, aber dann der unglückliche Fall. Aber ja, wie fandest du den Seed denn? Unnötig viel hin und her. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch so unglücklich routet. Hab mir gedacht, okay, komm, mach's erst Swarm, dann gehst du buddeln. Natürlich ist da Trinex. Gut, gehst du jetzt buddeln? Natürlich. Fire Rod. Ja. Und Bombos, ja, klar. Das habe ich mir auch gedacht. Ich hatte auch Schaufel irgendwie früh, aber ich habe nicht gebuddelt. Ich denke so, dann irgendwann so, ja, waren noch ein paar Checks, hatte ich noch, aber dann denke ich so, gehst du mal buddeln und dann denkst du so, das hättest du auch 10 Minuten früher haben können, Fire Rod. Ja, stimmt. Ja. Da hatte ich auch irgendwie gesagt, nachdem du die Schaufel gefunden hast, vor allem nachdem du ja auch dann das Buch hattest, dachte ich, ja, du kannst das ja perfekt einrouten, indem du direkt hier Schaufel nimmst, dann vielleicht noch kurz das Tablet checkst und dann Richtung Swamp gehst und dann hast du ja erstmal einen Full Clear Meier hingelegt. Ja, keine Ahnung. Ich habe erst auch gedacht, machst du das so und dann ist es mir im Sinne wieder reingekommen, ach, mach Meier und immer ist immer was. Da kommt immer was dazwischen. Ja, deswegen, du hast ja Bombers, so, war das eigentlich deine komplette Last Location, Thiefstown? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, also aber ich hätte noch Catfish gehabt, Spike Cave, Terra Basement, also ein paar Sachen. Ja, okay, Tignal, aber tatsächlich, die hat Tignaldo alle geprüft und da war dann nichts vorhanden. Ich glaube, das hat auch nochmal Tignaldo ein bisschen in die Karten gespielt, dass er im Prinzip, ich glaube, seine Mids last located hat. Gerade dann durch Catfish konnte er es dann nochmal gut einrouten und hat sich dann die Titans nicht zu lange liegen lassen, würde ich sagen. Genau. Ja, Tignaldo hat ja halt den Fire Rod mehr oder weniger last located. Ja gut, Last Located nicht. Das war noch. Wie viel hattest du noch grün auf der Karte? Noch ein bisschen was, ne? Pillars of Darkness und so, also und die Hammerpacks und so, das habe ich alles ja noch nicht gemacht, ne? Ja. So nebenbei. Pyramide habe ich nicht gemacht. Turtle Rock. Also ein paar Checks hatte ich auch noch offen, so halt, ne? Aber ich habe mir erst gedacht, machst du erstmal die anderen Checks. So. Ja. Ja, stimmt, bei dir ist ja dann noch Turtle Rock aufgegangen, sprich, da hätte ja auch der Firewall sein können, theoretisch. Ja, aber. Warte mal, Firewall war mein Go-Mode, ne? Firewall war mein Go-Mode. Das war halt nochmal, glaube ich, gut gewesen, dass ich den Firewall eigentlich zum Schluss gemacht habe, also gefunden habe. Sonst hätte ich vielleicht noch einen Turtle Rock gleich rumgespielt oder so. Kann ja auch sein. Das kann alles möglich sein, ja. Das vierte Schwert haben wir auch nie gefunden. Also, ja, könnte in TR gelegen haben, könnte Left-Side GT gelegen haben, im Basement irgendwo. Aber okay. Ich denke mal, in GT ist wahrscheinlich auch Tignaldo nicht sehr weit gegangen. Bei Tignaldo war es zumindest die Nummer 8, die, wo er den Big Key gefunden hat. Bei dir war also Hope Room und dann rüber, okay. Er ist voll Right Side gegangen. Ich bin mit Right Side erst gegangen. Die Tile Room habe ich liegen lassen und dann bin ich links rüber. Okay, kann man machen. Aber okay. Ja, spiele ich eigentlich immer so. Ja, ist ja jetzt verkehrt. Sind vier schnelle Checks da drüben. Genau. Okay. Ja, von dir, Smiley, noch irgendwelche Fragen gerade? Eigentlich echt. Okay, ja. Ansonsten würde ich dann erstmal euch die letzten Worte übergeben, bevor ich dann nochmal kurz was zum Schedule sag. Ja, Death King nochmal, vielen lieben Dank für kurzfristig nochmal, dass wir nochmal spielen konnten, auf jeden Fall für heute. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Wünsche dir noch weitere alles Gute im Turnier und dass du noch weiterkommst. Vielleicht sieht man sich hier wieder. Erstmal danke an dieser Stelle und an den Tracker und Commentary. Danke viel, dass ihr Zeit für mich genommen habt, also das Spiel zu kommentieren und da ihr immer am Start seid. Dankeschön nochmal. Ja, gerne.
Also auch von, auch von meiner Seite aus erstmal vielen Dank für den Restream, dafür die ganze Arbeit. Und ja, ich muss mich auch bedanken, dass es so schnell geklappt hat mit dem Race, weil das ist bei mir ja momentan auch ein wenig problematisch. Zeittechnisch, deswegen, ja. Dafür alles auch vielen geklappt. Dank. Hm? Hat ja alles geklappt. Ja. Dann auf jeden Fall auch noch dir weiterhin alles Gute beim Turnier. Noch viel Erfolg und ja, ich hoffe mal, dass ich noch weiterkomme. Sehen wir mal. Bestimmt. Einfach Rallen abziehen. Ich drück dir, ich drück dir die Daumen auf jeden Fall. Okay. Ja, dann von meiner Seite auch vielen Dank fürs schöne Race. Vielen Dank an Roti fürs Tracken, an dich, für Smiley. Ja, fürs Commentary. Und ja, dann würde ich nach dem Schedule dann an Pismalid mal eben kurz die letzten Worte übergeben. Wir haben jetzt parallel laufen auf Speed Gaming Deutsch 2 noch Osora vs. Rando Norris. Tatsächlich im genau dem gleichen Modus, den wir jetzt hier zwischen Ignaldo und Death King gesehen haben. Und ja, Rando Action ist heute dann auch weiterhin noch am Start um 20.10 Uhr. Hier auf Speed Gaming Deutsch geht's weiter mit Bumble vs. Holy Smoke. Und ja, Speed Gaming Deutsch 2 und Speed Gaming Deutsch später dann um 21.20 Uhr dann auch nochmal am Restream. Gut, ja, dann übergebe ich an dich die letzten Worte des Peters. Ja, also, es hat mir auf jeden Fall auch sehr Spaß gemacht, hier wieder zu kommentieren. Danke für das coole Race wieder und ja. War schön, auch mit dir hier mal ein Race zu kommentieren, Busrante. Hat sehr Spaß gemacht. Ja, wie du es gerade auch schon erwähnt hast, gibt es heute auch noch reichlich weitere Rando-Action. Ja, was man auch auf jeden Fall immer sagen kann, folgt den Runnern. Da gibt es garantiert noch mehr Rando zu schauen. Und vielleicht auch anderes. Und das lohnt sich natürlich auch immer. Und ich denke, da freuen sich generell alle. Wenn man da mal öfter mal so vorbeischaut. Oh, ja. Dann in dem Sinne. Bis später. Einen schönen Abend. Macht's gut. Und hier geht's gleich weiter wahrscheinlich mit dem Raid zu Speed Gaming Deutsch 2. Viel Spaß und ciao! Auch ciao von meiner Seite und viel Spaß noch bei weiteren Streams, die ihr verfolgt.